Herzlich willkommen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Factorio, eine weitere Folge. Wir müssen doch mal gucken, soweit ich mich erinnern kann, geht es ja darum, wir haben uns jetzt erstmal hier geschützt mit den Geschütztürmen so ein bisschen. Und sind jetzt gerade dabei, hier unsere Auflagen zu erfüllen. So. Oh, hehe. Immer die E-Taste. Oh, the radar scans the surroundings. Hey, more of them you have, the faster you will be able to locate a shipwreck. Okay, jetzt sollen wir so langsam Radars bauen, um das Schiffswrack zu lokalisieren. Sie brauchen sehr viel Elektrizität. Wir brauchen noch mehr Energie. Wissgeschützturms. Wir sollen... die Aliens, die Feinde, wollen die Radare attackieren und wir brauchen... müssen sie schützen mit Geschütztürme. Ah ja, okay. Gut, gut, gut. Nutze Radare, um die Umgebung zu scannen. Sektoren gescannt, 0 von 50. Okay, bauen wir uns mal einen schönen Radar. Hier. 1, 2, 3. Cool. So, wo hat er die jetzt hingepackt? Hier. Dauert eine Weile ein Radar. Ah, okay. Wir sollen die aber mit geschützt... Warte mal, wir packen die nochmal zurück. Können wir Geschütztürme bauen? Das brauchen wir dafür. Nein! Warte mal. Wir müssen mehr Geschütztürme bauen. Wir brauchen mehr Eisenplatten, weil wir jetzt... Ah, okay. Wir brauchen mehr Eisen. Was gibt's denn hier? Gibt's hier noch Eisen? Nochmal hingehen. 58 Platten. Alter. Alter. Und hier nochmal 20 Platten. Alter. So, okay. Da müssen wir doch jetzt einen Geschützturm bauen können, oder? 4 Geschütztürme können wir sogar bauen. Da, da. Schöne Musik. So. Brauchen die Geschütztürme? Die brauchen ja kein... warte mal. Bauen wir mal hier. Vielleicht einen Geschützturm hin. Hier. Und... hier. Oder nee, warte mal, wir heben die mal noch auf. Wir sind da mal ein bisschen vorsichtig. Jetzt brauchen wir noch Munition. Munition. Ah, ba, 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 ba. Okay. Die kann man immer ganz gut hier rausnehmen. Mit dem rechten Mausklick nimmst du genau die Hälfte Munition raus. So, jetzt werde ich mal hier reinpacken. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwachsinnig, die so dicht nebeneinander zu bauen, wa? Aber lass uns jetzt mal wirklich ein Radar bauen. Und? So. Hat er jetzt irgendwas gescannt hier? Hat er irgendwas gescannt? Nein. Ach nee. Er hat zu wenig. Fortschritt im Sektorscan. Oben rechts könnt ihr sehen hier. Elektrizität hat er eigentlich nicht genug. Und er scannt den Sektor und der Fortschritt steigt. Bin ich mal gespannt, wie viele Sektoren der schafft zu scannen. Der eine Radar. 0 von 50 haben wir bis jetzt. Zack, ein Sektor gescannt. Ey, soll ich hier 50 Radare? Ach nee, er macht jetzt immer weiter. Okay. Gut, wir können ihn aber auch nicht abreißen, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Dann müssen wir mal gucken, dass wir weitere von diesen Energiedingern bauen hier. Dampfkessel. Rohr. Dampfmaschine. Braucht 5-mal Rohr. Haben wir aber. Wir haben 5-mal Rohr. Uiuiui. Wo kriegen wir jetzt 5-mal Rohr her?
Einmal Rohr, jetzt seht's, ja. Ach nee, sehen wollen wir ja. Fünfmal Zahnrad. Gut, würde ich mal vermuten, wir brauchen noch mehr Eisen. Aber wir haben ja hier mehr als genug. Können wir uns nicht beklagen. Und jetzt müsste das auch klappen mit dem Nachbarn hier. Ja. Eine Dampfmaschine. Ping. Dann bin ich mal gespannt, ob wir dann noch mehr... Wo ist die Dampfmaschine? Hier. Ob wir dann noch mehr... Rotate. Und die jetzt hier ranbauen. Oder hier. Hier geht's nicht. Können wir die hier unten hinbauen? Da sind die Bäume im Weg. Hier können wir sie nicht ranbauen. Ist da irgendwas im Weg? Bauen die mal hier hin. Was passiert dann? Zu weit entfernt. Ach, ich selbst bin zu weit entfernt. Da muss ich mal dahin laufen. Aha. Da muss ich mal dahin laufen. Da, da, da. So. So, wenn ich jetzt hier bin. So. Jetzt die Dampfmaschine hier hinstelle. Zack. Die Dampfmaschine braucht Strom. Warum brauchen die Dampfmaschine Strom? Können hier nicht abreißen, den Radar. Vielleicht können wir... Ach doch, die Dampfmaschine können wir aber abreißen. Okay, dann stellen wir die Dampfmaschine vielleicht hier hin. Und dann bauen wir hier hinten Rohre ran. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Warte mal. Eins, zwei, drei Rohre. Ein Knick, ein Dingsbums. Zwei Dingsbums, drei Dingsbums. So. Unterirdisches Rohr. So. Und. Ne, warte mal, wir müssen erstmal das andere Rohr ran. Was gibt es hier noch für Rohre? Unterirdisches Rohr. Was gibt es hier? Normales Rohr? Dampfkessel. Eieiei, Dampfkessel. Oh. Gut, jetzt haben wir unseren Dampfkessel. Die greifen aber auch an wie bescheuert. Jetzt brauchen wir noch... Unterirdisches Rohr. Ne, wir brauchen normales Rohr, war, oder? Unterirdisches ist jetzt ein bisschen weit weg. Was ist das hier überhaupt? Eine Pumpe. Ahaha, wir brauchen eine Pumpe. Dann lass uns doch mal eine Pumpe bauen. Eine Pumpe. Hier, zack. So. Jetzt haben wir die Pumpe fertig. Aha, okay. Mist, die Pumpe stört. Aha. Reiß mal das Ding wieder ab. Hier, die Pumpe, so. Vielleicht mal ein bisschen drehen, so. Okay, warte mal, warte mal. Vielleicht ein bisschen näher rangehen. Jetzt nochmal die Pumpe. Nein, Mist. Ah, Mist, warte mal. Warte mal. Jetzt müssen wir die nochmal abreißen. So, und jetzt nochmal die Pumpe. Nein, warum will die Pumpe da nicht rein? Hier. Okay, Pumpe. 8 Sektoren hat er schon gescannt. Unterirdisches Rohr. Passt hier, glaube ich, gar nicht. Ach so, das ist, um eine Unterführung zu machen. Jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es. Eine Unterführung zu machen. Aber wo sind meine geraden Rohre, die ich gebaut habe? Hier sind sie nicht. Ach, die brauche ich auch gar nicht. Ich wollte ja Dampfkessel bauen. Ranmachen hier, Dampfkessel. So, eins, zwei,
drei Dampfkessel. In die Dampfkessel soll Kohle rein. Die werden wir uns jetzt mal holen. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Können wir mal hier oben einsammeln? Nein. So, jetzt einsammeln. Ja. Kohle, Kohle, Kohle. Jetzt sammeln wir erstmal wie bescheuert Kohle ein hier. So, die müsste dann noch eigentlich reichen. Erstmal für unsere Dampfkessel. Action, 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 Action. So. Jetzt können wir da Kohle reinhauen. So. Eieieiei. So, wir werden hier echt attackiert von diesen Viechern. So, jetzt müssen wir das Ding hier irgendwie anschließen. Mit was? Mit dem Rohr? Genau. Ups. Haha. Haha. Aber wir haben trotzdem 10 Sektoren gescannt. Haha. Wo ist er denn? Hier die Dampfmaschine. Die kommt jetzt hier ran. Pang. Jetzt läuft sie. Jetzt läuft sie. Jetzt müssen wir die noch verbinden. Mit Strommasten. Dass wir die dann hier verbinden. Ne? So. Okay. Wie sieht es jetzt aus hier mit der Auslastung? Wenig, Auslastung wenig. Okay. Dann würde ich doch mal die Satellitenschüssel wieder aufstellen. Hier, ja. Warum die jetzt keinen Strom hat, werden wir gleich mal gucken, warum das so ist. So, wir laufen mal hier rüber. Setzen hier noch einer. So. Und vielleicht sogar hier noch einer. So. Okay, die hat Strom. Dann brauchen die noch Strom und hier sind wir wieder zu weit weg und die brauchen noch Strom. Okay. Gut. Ach so, die attackieren wollen ja sogar unsere Dinger hier. Warte mal, haben wir noch einen Geschützturm? Ja, wir haben noch einen, den werden wir hier hinstellen. Und noch einen. Oh, der braucht noch Munition. Stellen wir noch hier einen hin. Warte, nee, da sind wir zu weit weg für. Hier noch einen hin. Und craften uns noch Munition. Oh, ich bin zu nah dran. Ich bin zu nah dran. Ich stelle mich mal hier hin. Und craften uns jetzt noch Munition. 20 Stück vielleicht, denke ich mal. Könnte reichen für einen Anfang. So. Warten wir mal, bis da ein bisschen was zusammengekommen ist. 11 Sektoren. 11. Ja doch, 11 Sektoren sind gescannt. So. Gucken wir mal, dass wir hier noch das ganze, die ganze Kohle einsammeln. Der Mechanismus ist hier noch nicht so perfekt. Da müsste eigentlich wahrscheinlich hinten noch eine Kiste hin. Also er füllt schon automatisch die Dampfmaschine auf, keine Frage. Aber noch nicht so hundertprozentig. Ja, ja. Ihr nervt. Tja, ups, funktioniert ja ganz gut hier mit meiner Abwehr. Bis jetzt. So, okay, jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Muni. So. Der braucht auch noch ein bisschen Muni. Ups, gehen wir mal dahin. Und füllen den mit Muni auf. Juhu, Muni, 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 Muni. Sehr schön. Okay, die Radare scannen jetzt wie verrückt. Die Munition von den Waffenturmen ist aufgefüllt. Jetzt können wir mal gucken, was ist denn hier los? Ach, das ist doch, was ist denn da los? Jetzt sag mir nicht, das Erz ist alle, was ist denn da los? Ach so, ist voll. Boah, cool. Mir hat gar nicht mehr reingepasst.
Ist ja genial. So, jetzt können die da weiterarbeiten. Gut, dann gucken wir mal, was können wir noch craften. Wir können uns noch ein Radar craften und wir können uns noch Munition craften. Da craften wir noch mal vielleicht hier 35 Munition. Und den Radar stellen wir hier hin. So, munitionsmäßig geht's hier richtig los. Bei dem hier aus. Ups. Den nochmal nachladen. Ja, der kann nochmal ein bisschen was bekommen. Bam, 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 bam. Babadabam. Oh, was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße. Energie wird knapp. Energie wird knapp. War hier Kohle alles oder was? Ach du Scheiße. Lass uns doch mal noch eine Dampfmaschine bauen, wenn es denn geht. Eins, zwei Dampfmaschinen. Und muss hoffen, dass dann die... Dauert jetzt eine Weile. Jetzt macht er erstmal die Munition noch fertig. Die wir dann gleich hier irgendwo reinsetzen. Vielleicht hier oben. Ja. Ah, okay. Wir können auch noch was rein. Okay, so munitionstechnisch denke ich mal, stehen wir jetzt richtig gut da. Jetzt brauchen wir bloß noch die Dampfmaschine hier ranstellen. So, und warum die Dampfmaschine jetzt Strom braucht, ist mir ein völliges Rätsel. Wieso braucht die Dampfmaschine Strom? Die erzeugt doch Strom. Die brauchen Anschluss, damit die Energie übertragen kann. So. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder... Jetzt haben wir wieder schön Energie. Haben 22 Sektoren gescannt. Und können jetzt sogar diesen Geschützturm wieder aufbauen. Den werden wir jetzt diesmal hierhin machen, weil die kommen ja jetzt immer von da. Und knallen hier nochmal Munition rein. So. Sehr cool. Richtig cool. So. Jetzt können wir uns eigentlich gemütlich zurücklehnen. Bisschen warten. Was könnte ich in der Zeit machen? Per Hand was abbauen? Nö, nicht per Hand. Per Hand ist ja hohl. Wir nehmen mal hier Eisenplatten raus. Wir können ja mal... Warte mal, wir nehmen ja erstmal unsere Eisenplatten raus. Haben wir überhaupt schon eine Kupferproduktion? Ja, da unten. Aha, da fehlt Kohle. Da fehlt Kohle. Kupferplatten haben wir ja auch wie verrückt, oder was? Hier, der braucht Kohle. Ja, okay, wir holen noch Kohle. Also Angst brauchen wir jetzt gar nicht mehr haben vor den Monstern im Moment. Sammeln wir uns mal die ganze überflüssige Kohle hier mal ein, die hier rumliegt. Sehr schön. Und wir haben 28 Sektoren gescannt. Haben wir das Level bald geschafft, hoffe ich. Es sei denn, es kommt noch eine zusätzliche Aufgabe. So, und hier hast du deine Kohle. Kannst du weitermachen. Gut, dann gucken wir mal in der Zwischenzeit, ob wir hier noch was Schönes craften können. Was können wir hier noch craften? Eine Lampe. Wie war es mit der Auslastung jetzt? Ah, okay, eine Lampe würde ich mal sagen. Okay, eine Lampe machen wir. Eine Lampe bauen wir. Warte mal, dazu müssen wir jetzt hier... Vielleicht... Bauen wir die mal hier hin. So. Okay, was können wir noch craften? Elektronische Schaltkreise ist auch cool. Die macht er irgendwie von alleine. Die Sachen, die er braucht, die macht er von alleine. Finde ich sehr cool. Machen wir uns mal nochmal 1, 2, 3, 20 Munition oder 10 Munition erstmal. Was können wir hier machen? Eine leichte Rüstung ist ja cool. Komm, mach eine leichte Rüstung. Habe ich kein Problem mit. Eine Pumpe, okay. Das haben wir schon alles. Leichte Rüstung kriegen wir jetzt noch. Nicht leicht.
leichte Brüstung, sondern leichte Rüstung. Guck mal, warum der nun keinen Strom hat, ist mir auch wieder ein Rätsel. Mal die Lampe nochmal abbauen. Und hier nochmal gucken, wo ist denn die Lampe jetzt hin? Müsste doch eigentlich hier sein, hier ist aber nicht. Lampe, hier. Aha. Jetzt leuchtet sie. Ah, wie schön. Dann können wir jetzt die leichte Rüstung eigentlich anziehen. Das würde mich mal interessieren. Wo ist denn die? Wurde jetzt schon gecraftet? Ich kann die bloß nicht sehen. Habe ich die jetzt schon an? Hm. Sieht eigentlich aus wie vorher. Leichte Rüstung. Hm. Haltbarkeit Tau. Ach hier, hier, guck mal, da habe ich sie an. Leichte Rüstung. Cool. Na, ist doch schick. Oh, 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 die Umweltverschmutzung schlägt zu hier. Die Umweltverschmutzung, das ist natürlich nicht so schön. Wir können uns ja hier aus lauter Langeweile mal die beiden Bäume hier fällen. Und noch ein bisschen Holz haben. So. 40 Sektoren gescannt. Wollen wir mal stark hoffen, dass wir jetzt hier demnächst das Level geschafft haben. Ich mache jetzt mal die Folge so lange, bis wir 50 Sektoren geschafft haben. Würde mich mal interessieren, ob der dann das Raumschiff findet oder ob wir dann eine neue Aufgabe bekommen oder ob wir dann das Level geschafft haben. Whatever. So. Sehr schön. Ein bisschen hier. Sammeln wir die Kohle noch ein. Hier oben. Nehmen wir mal mit, was da so kommt. Jo. Einwandfrei. Einwandfrei. Schön Kohle eingesammelt. Aber richtig. 44 Sektoren von 50. Klasse, klasse. Eisenproduktion ist im vollen Gange. Da können wir uns natürlich jetzt hier wieder voll die Dinger rausnehmen. Wissen wir schon ja nicht mehr wohin damit. So gut sind wir. So eine gute Produktion haben wir hier aufgebaut. So. So. Kohle, alles haben wir. Alles. So. 47. Jetzt wird spannend. Jetzt lehne ich mich aber wirklich mal zurück. Nehme mir einen Schluck Kaffee. Und gucke mir mal meine Fabrik an. Lehne mich hier zurück. Ich bin jetzt richtig schön zurückgelegt hier in meinem... zurückgelehnt in meinem Chefsessel. Guck mal, da der erste Kohledings wird gar nicht nachgeladen. 48 Sektoren. Seht da rechts bei der unteren Pumpe, bei dem unteren Elektrodingsbums. Ja, braucht man gar nichts machen, die Geschütze über... Ah, ja, okay, der Sektor wurde gescannt. Drücken Sie Tab. Kleines Schiffswrack wurde im Südosten lokalisiert. Okay. Heißt das, wir sollen jetzt in Südosten gehen? Okay, dann werden wir jetzt mal in Südosten gehen. Aber vorher... Nein, wir haben es geschafft. Sieg. Ja, wir haben es geschafft. Das Spiel ist vorbei. Der Sieg. Spielzeit 48 Minuten für das zweite Level beenden. Oh, das war das Tutorial schon. Gut, dann sehen wir uns nächste Mal wieder. Wenn das jetzt schon die Kampagne und das Tutorial war, dann müssen wir beim nächsten Mal dann im Sandbox-Modus auf einer riesengroßen Map anfangen. Das wird ja dann noch besser. Also macht mir richtig Spaß hier, die Futzelei mit den ganzen kleinen Maschinen und mit den Ressourcen und so. Super coole Sache. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Factorio.